Hallo ihr Lieben, heute möchte ich eine Box mit euch machen, die ihr auf zwei Arten nutzen könnt. Und deshalb habe ich auch zwei Beispiele. Zum einen diese und zum anderen diese. Die bestehen beide aus den gleichen Teilen. Ihr könnt sie einmal in klein nutzen und einmal in groß. Die kleine öffnet sich so. Da habe ich dann einfach ein paar Marienkäfer drin. Und in der großen habe ich die drin. Bei der Größe von der großen Box, sage ich jetzt mal, letzten Endes, wenn ihr die da rausnehmt, da passen im Übrigen 8 Stück rein. Und die Box wieder schließt, habt ihr hier auch wieder eine kleine. Also von der Höhe her ist das wirklich das Maximale. Denn wenn ihr was Höheres verpacken wollt, dann reicht das nicht mehr, die Höhe. Das steht in etwa 1 cm, steht der Deckel dann auf dem Boden. Und dementsprechend ist das Größte, was da reinpasst. Zumindest von der Höhe her. Wenn ich die jetzt nebeneinander stelle, seht ihr, sind sie doch beide gleich groß. Ich habe hier einmal das kleinere Stück als Boden genutzt und hier als Deckel. Und das längere Stück habe ich hier dann als Boden genommen und da als Deckel. Ich zeige euch heute die Variante, wo wir das kürzere Stück oben haben, damit ihr wisst, wo das Band hin müsst. Wenn ihr die längere Seite von oben haben wollt, zeige ich euch gleich, wann ihr da das Band setzen müsst. Oder das sage ich euch. Ihr braucht auf jeden Fall, egal für welche Variante ihr euch jetzt entscheidet, ein Stück Farbkarton in 10 x 21 und eins in 19,9 x 19,9. Wenn ihr das kürzere Stück oben haben möchtet, braucht ihr 5 Stücke Designerpapier in 4,5 x 4,5. Wenn ihr das unten haben möchtet, so wie bei dieser, dann braucht ihr nur 4, weil dann bedecken wir den Boden nicht. Und bei dem längeren Stück haben wir Designerpapier, das ist bei beiden Varianten gleich, 4 Stück in 7 x 4,4. Dann brauchen wir noch ein kleines Stückchen Band. Und meinen Spruch habe ich auch schon vorbereitet. Der kommt aus dem Stempelset Farbenfrohe Freude. Und das Designerpapier ist aus der Celebration. Das wollte ich heute noch mal ganz gerne verwenden, bevor es uns dann verlässt. Also es ist jetzt noch eine Woche Celebration. Wenn ihr euch das Papier noch gratis sichern möchtet, dann müsstet ihr eine Bestellung aufgeben über 60 Euro, dann könnt ihr euch das noch gratis sichern. Wir fangen mit dem größeren Stück an. Das ist jetzt das längere. Huch, da fallen sie schon raus, sie wollen gegessen werden. Damit fangen wir an. Und zwar mache ich mir das hier mal auseinander. Und das falzen wir rundherum bei 7,5, also an allen 4 Seiten bei 7,5. Letzte Seite. Und wenn ihr das gefalzt habt, dann entsteht so ein Muster. Wir haben in der Mitte das Quadrat und außen 4 Rechtecke. Jetzt legen wir das bei 13,5 an und schneiden jetzt einmal von oben bis zu dieser Falz, also bis zur ersten kommenden Falz. Und einmal von unten nach oben bis zur kommenden Falz. Also bei 13,5 anlegen und einschneiden.
nicht über die Falz hinaus, dann schneidet ihr euch schon in die Seite rein. Einmal von unten, einmal von oben. Jetzt drehen wir das Ganze um 180 Grad, legen wieder bei 13,5 an und schneiden von oben bis zur kommenden Falz und von unten, seht ihr das? Ja, bis zur kommenden Falz. Somit haben wir nämlich dann in 1 die Klebelaschen geschnitten. Das ist im Übrigen die Farbe Bermuda Blau. Das sieht sehr grün aus in meinem Display. So, jetzt nehmen wir uns eine Schere und, wir falzen es erst. Können wir auch gleich noch. Wir schneiden erst. Und zwar an den Seiten, wo wir hier jetzt eingeschnitten haben, gehen wir an die Falzlinie, schneiden das ein. Und zwar bis zur Falzkreuzung. Dann können wir die Klebelaschen anschrägen. Und das machen wir an beiden Seiten gleich. Das, was hier jetzt abfällt vom Farbkarton, nicht wegschmeißen. Da könnt ihr immer noch mal was draus ausstanzen. Also ich weiß nicht, wie ihr das handhabt mit den Resten, aber solche Stücke landen bei mir nicht im Müll. Da stanze ich immer noch mal was draus aus oder stempel noch drauf. So, ups, hier geblieben, die kleinen Fitzel können natürlich weg, jetzt habe ich auch gleich wieder alles verschoben und jetzt falzen wir das nach. Die Klebelaschen nicht vergessen. So, und dann habe ich hier das Designerpapier, das kleben wir natürlich von außen auf. Und da müsst ihr jetzt drauf achten, ich habe hier jetzt eins mit Musterverlauf. Das heißt, wir müssen das jetzt so rum aufkleben, denn die Box oder dieses Teil stellt sich ja so auf. Das heißt, einmal alle richtig auflegen und das klebe ich eben fest. Und dann kleben wir das auch gleich schon zusammen. So, meine Lieben, Designerpapier habe ich jetzt aufgeklebt. Wenn ihr das längere Teil jetzt nach oben haben möchtet, so wie hier, dann müsstet ihr an dieser Stelle jetzt hier in der Mitte ein Loch machen und euch das Band durchfädeln. Ich mache das jetzt hier nicht, weil ich euch ja jetzt diese Variante zeige, wo wir das kürzere Stück oben haben. Aber wie gesagt, wenn ihr diese Variante machen möchtet, dann ist jetzt die Zeit für das Band. Wir kleben das dann zusammen. Und da das bei mir jetzt das untere Teil ist, klebe ich das hier jetzt richtig schön Kante auf Kante. Wir haben dann sozusagen später ein Rechteck und ein Viereck als Grundmaß. Nein, nicht Grundmaß. Oh. Es ist Montag.
So, schön Kante auf Kante. Das ist das Gute beim Tombow, da können wir noch mal schieben. So, wenn wir das befestigt haben, gehen wir noch einmal mit dem Falzbein rein, drücken das ordentlich an und somit hätten wir das erste Teil schon fertig. So, kommen wir zum zweiten. Das falzen wir wie folgt. An der langen Seite als erstes bei 5, dann bei 10, 15 und 20. Dann drehen wir es um und falzen bei 5 an der kurzen Seite. Dann falzen wir das einmal nach. So, und jetzt müssen wir schneiden. Ich habe hier mal eine kleine Zeichnung gemacht. Ich hoffe, man kann das sehen. Ja, doch, man sieht's. Also, so sieht das gute Stück jetzt aus. Wir haben oben 4 Quadrate, unten 4 Quadrate und hier rechts die Klebelasche. Und da fangen wir jetzt an und schneiden als erstes das kleine Rechteck raus. Das nächste Quadrat kürzen wir gleich ein. Wir schneiden aber erst einmal hier an der Falz entlang, so dass die Wulst, sage ich mal, hier dieser Hügel vom Falzen, mit an diesem Stück ist. Dann gehen wir an die nächste Falz. Da schneide ich jetzt rechts von der Falz. Und bei der nächsten wieder links von der Falz. Und dann nehme ich mir noch einmal das Schneidebrett. Das ist immer noch die Innenansicht. Jetzt klappe ich mir das zweite und vierte einmal um. Leg das in etwa... Oh, Telefon! So, meine Lieben, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben, ich zeige es euch nochmal, das zweite und vierte Quadrat umgeklappt. Und legen das jetzt bei 1,5 cm an und schneiden die beiden Stücke ab. Dann schrägen wir uns die gerade abgeschnittenen noch ein wenig an. Und dann können wir auch schon das Designerpapier aufbringen. Und zwar wird das so zusammengeklappt. Und das hier ist dann unsere Klebelasche. Das kommt nach innen, die beiden kommen nach innen und dann der Deckel drauf. Das heißt, unser Designerpapier, wenn wir jetzt einen Musterverlauf haben, kommt an den Seiten. Unten ist die Öffnung, kommt an den Seiten so rum und auf den Deckel so rum. Das heißt, ich klappe es nochmal auf. Wenn ihr euch das so rum hinlegt, dass ihr die Laschen oben habt, dann ist hier unten und dann könnt ihr das Designerpapier dementsprechend so aufkleben. Ich habe meine Zeichnung jetzt natürlich anders. Das wird später eingeklappt.
Moment, ich drehe meine Zeichnung. Ne, passt trotzdem nicht. Da habe ich anders aufgemalt. Aber ist nicht so schlimm. Wir haben hier rechts die Klebelasche. Designerpapier so rum. Und auch das fünfte kleben wir schon auf. Das Loch machen wir rein, wenn wir das Designerpapier aufgeklebt haben. Und das mache ich jetzt auch eben ohne euch. Und dann geht es gleich weiter. So, meine Lieben. Designerpapier sitzt. Wenn ich das Ganze jetzt umdrehe, dann ist das wieder so wie bei meiner Zeichnung. Hier ist die Klebelasche und hier müssen wir das Band hinmachen. Und dazu machen wir uns einfach eine Markierung in der Mitte und zwar von unten 2,5 und rechts und links 2,5. Denn das Quadrat ist ja 5 mal 5 und ich habe hier jetzt noch eine alte Lochzange von Stampin' Up, aber da habt ihr sicherlich auch irgendeine Zange, die ein Loch macht. Wenn nicht, dann könnt ihr auch unseren Aufhebhelfer nehmen. Der hat ja auch eine Spitze, wo ihr ein Loch mitmachen könnt. Und dann nehmen wir uns etwas Klebeband. Das braucht gar nicht viel sein. Das ist nur, um das Band eben ein wenig zu fixieren. Dann nehmen wir unser Band, legen das übereinander. Und da das jetzt bei mir etwas breiter ist, lege ich mir das oben, wo es geschlossen ist, nochmal übereinander. Und dann ziehe ich das durch. Und jetzt müsst ihr halt an der Außenseite schauen, wie viel ihr da überstehen lassen möchtet. Dann lege ich mir das einmal hin. Fixiere das von innen. Das, was übersteht, können wir abschneiden. Ihr müsst halt nur darauf achten, dass euch das jetzt von außen nicht wieder reingerutscht ist. Und dann können wir es auch schon zukleben. Das heißt, einmal ein bisschen Kleber drauf. Hier jetzt aufpassen, dass euch das nicht zuklebt. Am besten ist einmal kurz, ja, das war natürlich nichts. Ich klebe das jetzt mal in der Luft. Schön gerade. Und hier könnt ihr das jetzt so zukleben, dass ihr die Rundung von der Falzlinie noch seht. So, jetzt haben wir hier unsere Klebelasche. Das heißt, das Stück kommt jetzt zuerst rein. Drücken wir das von innen einmal fest. Somit haben wir das Band dann auch gleich nochmal fixiert. Und somit ist die Box dann auch schon fertig. Je nachdem, was ihr jetzt verpacken möchtet, bringt ihr euer Schild an. Wenn ihr die hohe Variante nehmt, wo ihr diese leckeren drin habt, dann könnt ihr das hier unten hinkleben. Ich klebe mein Schild jetzt aber auf das kürzere Stück, weil ich noch nicht weiß, was ich da reinpacke. Ich denke, wenn ich das Video fertig gedreht habe und die Schokolade dann wieder in unserem Schränkchen liegt, dann wird sie auch gegessen. Und dementsprechend klebe ich mein Schild jetzt einfach auf das kürzere Stück. Mehr mache ich da jetzt auch gar nicht. Ihr könnt natürlich noch ein Band oben drum wickeln, also in diese Richtung unterm Schild her. Noch Glitzersteine. Je nachdem, was ihr möchtet. Ich bin gespannt, welche Variante ihr nachbasteln möchtet.
Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich hoffe, euch gefällt die Idee. Und wie immer, falls ihr Fragen habt oder die Produkte von Stampin' Up! Bestellen möchtet, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!